Umgib den Zauber mit deinem Schild aus Geisterenergie, der die Schadensreaktion erhöht und seinen Konzentrations- oder einen Konzentrationsbonus bewirkt. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal schlecht, den zu haben. Da nehme ich eigentlich auch am besten den, weil unheimlicher Schütze. Leitende Zauber wirken eine überweltliche Sicht, wodurch er für kurze Zeit eine übernatürliche Genauigkeit hat. Nee. Bleiben wir beim Geisterschild. So. Arkaner Schleier. Bewirkt einen Schutzschild aus Magie, der die Abwehr des Zauberers erheblich steigert. Zweimal pro Ruhephase, 50 Abwehr. Zauberbuch Slam. Einmal pro Begegnung den Gegner mit dem Zauberbuch hauen. Oder Explosion. Erzeugt eine Explosion auf dem Ziel beim Einsatz seines Zauberstabes oder Zepters, die allen Feinden in einem kleinen Umkreis um das Ziel herum mittleren Schaden zufügt. Will ich erstmal noch nicht. Kann ich ihm irgendwas Defensives? Ja, Feinde binden. Reflex der Schlange. Waffe und Schild. Anmutiger Rückzug. Unterstützung. Schneller Läufer. Kind der Flammen. Das ist alles Schadensreduktion. Schneller Wechsel. Flundige brauchen wir alles nicht. Klasse. Dann haben wir Arkaner Schleier. Das ist schon mal gut. Wenn da wirklich mal arg in Bedrängnis kommt. So, dann können wir auch gleich mal nach seinem Zauberbuch gucken. Ja, Flammenfächer, brennende Lichter, kleine Fluggeschosse. Ich schmeiß mal den Flammenfächer raus. Nehme das Geisterschild mit rein. So, wie oft kann Alof pro Tag? 3 Zauber pro Tag, okay. Arkaner Angriff kann er zweimal pro Begegnung. Das ist Arkaner Schleier, den kann man zweimal pro Ruhephase. I'm here. How may I help? Steht das vielleicht in seiner. Beschreibung vielleicht? Aber ich glaube, das war pro nur im Kampf. Was sagten die Hilfe? Nichts. Dafür haben wir die Enzyklopädie, oder? Kampfmechaniken. Ruhephase. Nein. Erholung. Nein. Wissen. Nein, das ist nur das Zeug. Wirkungen. Ausrüstung. Zauberausdauer. Ach so. Rastvorräte, Werkzeuge, Zauberwirkung. Nein, Charakterstatistiken.
Hinweise. Ausdauer, Erholung, kritischer Treffer, leichte Treffer, modal, passiv, pro Begegnung, Schadensarten. Nee, aber ich glaube, das war pro Ruhephase. I'm here. Und ich glaube, die Tierchen haben mir auch einen Bonus gebracht, oder? Oder war das erst im zweiten Teil? Mein Freund hängt mit einer bräunlichen Schmiere überzogene Löffel. Sehr schön. Ah, du bist es, meine Retterin. Er deutet mit einer ausladenden Geste auf die Küche um dich herum. Es ist schön, zurück zu sein. Glaube nicht, dass deine Taten unbelohnt bleiben werden. Ich habe beschlossen, dass du dir das Recht verdient hast, eine meiner bestgehütetsten Geheimnisse zu erfahren. Mein liebstes Rezept. Danach wirst du nichts anderes mehr essen können. Ja, herzhafte Pastete. Eine herzhafte Pastete, die dich gesund und munter halten wird. Möge es dir auf deinen Reisen gute Dienste erweisen. Also ja, Nahrung. Da die herzhafte Pastete. Getreide. Fleisch und Bier. Ausdauer, Macht, Wahrnehmung. Mhm. Ja, hier ist es ja auch so, dass wir das Essen direkt verwenden können und nicht beim Rasten, so wie im zweiten Teil. Duplikat des Zauberers könnten wir herstellen. So, ich will mich aber erstmal in der Taverne schnell umsehen. So, jetzt könnte ich so eine Pastete auch herstellen. Bin schon trocken hier drin. Gut, mal wieder ein paar neue Gesichter zu sehen. Fühlt sich so an, als würde das Dorf täglich kleiner werden. Die Feldfrüchte sind verdorben, das Versenknis sind so den Nacken. Ich bediene hier nur. Du solltest mit Pascal am Tresen sprechen. Mhm. Ja, wieder Silberlusken, die Reißzähne. Trunkenbold. Und wer bist du dann? Noch so eine Närrin, die auf Frederiks Einladung gekommen ist? Nachdem die Boje geboren wurde, ließ unser großer Fürst meine Schwester aus dem Dorf treiben. Sie war alles, was ich noch hatte. Ich bin mir nicht sicher, wo sie jetzt ist. Verdammt, ich brauche noch etwas zu trinken. Ich hätte das Dorf schon vor Jahren verlassen sollen. Ja, und gelbe Leute. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben? Sind solche Entwickler, beziehungsweise nicht Entwickler, sondern von den Crowdfundern gemachte Stories, die sie einreichen konnten und die dann als NPCs ins Spiel integriert wurden? Also in den Nähe spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Sehnessenz dieser Frau. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Und ja, dann kommen halt diese Texte hier. Du wirkst eine Frau, die ihre Tasche auf ihrem Bett entleert und ihr Inventar begutachtet. Tränke, Verbandsmaterial, Trinkturen und Kräuter sind willkürlich in ihrem Raum verteilt. Sie beißt sich auf die Lippe, neigt den Kopf zur Seite und wägt ab. Sie beginnt einen Gegenstand nach dem anderen von neuem vorsichtig und mit Bedacht einzupacken, wobei ihre Hände zittern. Jeder Gegenstand hat seinen eigenen Platz, doch wie auch immer sie die Tasche packt, sie ist nicht damit zufrieden. Das Zittern wird schlimmer und sie leert die Tasche mit einer Hand vor dem Mund erneut aus. Die Tränen steigen auf, sie gibt jegliche Ordnung auf und stopft alles, wie sie kann, in die Tasche hinein. Sie greift nach ihr und rennt aus dem leeren Haus. Mit aufrechtem Gang läuft sie zum Doc, das Kinn vorgesteckt, der Blick hart und die Augen rot. Ein junger, schlaksiger Elf bekundet sein Beileid, doch sie nimmt ihn angesichts des Ozeans, der sich vorher offenbart, nicht wahr. Sie streift durch die Hafenanlage, bietet jedem, der ihr zuhört, ihre Dienste als Heilerin an, jedem, der mit der nächsten Flut auslaufen wird. Kaum eine Stunde später beobachtet sie, wie ihre Kindheit in der Ferne verschwindet. Ein kleiner Fake-Insel. Sie versucht nicht zu springen. Ja, die Storys sind manchmal sehr deprimierend. Strom Hellklinge. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit. Gucken wir mal. Du siehst eine Gruppe junger Männer um ein behelfsmäßiges Übungsziel herumstehen. Dieser Mann steht in ihrer Mitte und erklärt ihnen den Bau und die Benutzung eines Bogens. Während er spricht, hält er den Bogen hoch und erklärt jedes Teil und dessen Funktionsweise. Danach geht er gut 70 Meter vom Ziel weg und sagt ihnen, sie sollen bleiben, wo sie sind. Er legt sorgsam an, erklärt ihnen dabei jeden Schritt und schießt den Pfeil ab. Zur großen Überraschung und Freude der Knaben
Neben dem Ziel trifft er direkt ins Zentrum. Er lächelt auf, geht auf die Knaben zu, der erläutert ihnen die richtige Körperhaltung und wie man einen Bogen am effektivsten hält. Vor der Baumgrenze des nahen Übungsplatzes hört er ein Geräusch und bleibt stehen. Er kneift die Augen gegen die Sonne zusammen und sucht den Wald ab. Ein Schatten bewegt sich dort und bahnt sich seinen Weg durch den Wald hinter ihn. Er zieht einen Pfeil aus dem Köcher und legt ihn auf das Ziel an, wobei er die Bewegung der verborgenen Kreatur sorgsam berücksichtigt. Er lässt den Pfeil fliegen, verdrödelt aber keine Sekunde und schnappt sich schnell einen weiteren. Die Knaben wirbeln herum und sehen, wie der Pfeil in den Wald saust und sofort in den Bäumen verschwindet. Plötzlich gibt es im Unterholz explosionsartige Bewegungen, als ein Hirsch aus der Baumgrenze bricht und über das Land, über den Rand der Lichtung rennt. Die Knaben lachen und wollen den Mann schon ob seines schlechten Schusses veralbern. Als sie den Pfeil in seinem gespannten Bogen sehen, den er auf den Hirsch angelegt hat, hören sie zu sprechen auf. Er schießt zum letzten Mal und sie lassen sich zu Boden fallen, als der Pfeil den Hirsch punktgenau hinter seiner Schulter trifft, Herz und Lunge durchbohrt und ihn fast augenblicklich tot zu Boden stürzen lässt. Die Knaben starren den Hirsch einige Sekunden lang an und drehen sich mit neu entdecktem Respekt langsam zu dem Mann. Er lächelt wieder und stößt ein kurzes Seufzen der Erleichterung aus. Ja, das war Selina Vertivo und das war Storm Hellklinge. So, ich will hier nach oben. Denn ich will... Hier sind Trinker. Schnapp dir einen Krug, meine Freundin, sonst gibt es hier kaum was Sinnvolles zu tun. Sagt diese Frau aus Tain. Hey, wir haben uns doch geeinigt, Tain nicht zu erwähnen. Mhm. Bitte lass mich in Frieden. Ich habe so etwas von genug von dem, was ich an von diesem Ort und seinen Bewohnern gesehen habe. Ja, die Morgendämmerung dürfen wir nehmen. Das hier ist rot, das heißt, es gibt, das wäre Diebstahl, wenn wir das machen würden. Diese Knochen sind voller winziger Bissspuren. Ja, der schwarze Hund. Die Sohn starrt mit angeliebtem Kopf so aufmerksam auf das verdreckte Fenster, als würde er darauf warten, ein bestimmtes Geräusch zu hören. Als du dich näherst, sieht er zu dir auf und stößt leicht schwanzwedelnd ein leises Winseln aus. Und streicheln. Der Schwanz des Hundes kommt fröhlich auf die Bodendielen. Mhm. Tut mir leid, meine Gute. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Der Hund neigt den Kopf und winselt wieder leicht. Du kannst mit mir kommen. Vielleicht finden wir ihn ja unterwegs. Die Ohren des Hundes richten sich auf. Er trottet zu dir herüber und bellt fröhlich. Ja, schwarzer Hund. Und ich kann jetzt eine Armbrust aus dem Inventar nehmen. So, das hier sind auch drei Leute. Unter den Büchern ist eine Zeichnung gestopft, die Eotas und Fürst Redrick in einer kompromittierenden Stellung zeigt. Ja. Dietriche und Dirwald-Geschichte. Also wenn ihr solche Sachen gerne hören wollt, also Bücher und so, dann schreibt es mir in die Kommentare. So. Noch mehr Zeugs. Und ja, die drei lese ich noch vor. Weil da sind wir hier im Gasthaus fertig. Deslog Nyetep. Du siehst einen Mann durch die Luft segeln und mit einem widerlichen Knacken gegen eine Wand in der Nähe knallen. Er steht nicht mehr auf. Sein Gegner, ein kräftiger, gut aussehender Krieger mit einem raubtierhaften Grinsen, dreht sich um und treibt seine Faust in einen anderen Angreifer in den Bauch und entfernt ihn so aus der spontanen Schlägerei. Die Schenke ist zu einem Wirbelwind aus Ellbogen, Knien, Fäusten und Füßen geworden und kein Ende ist in Sicht. Er fühlt sich ganz in seinem Element. In der Ecke flüstern drei schmächtigere Männer untereinander und werfen dem kräftigen Mann in der Mitte böse Blicke zu, der lachend einen Stuhl über einen tätowierten Kopf zertrümmert. Die drei Männer positionieren sich in drei verschiedenen Bereichen des Raumes, nicken sich knapp zu und greifen an. Schlecht für sie ist nur, dass der Mann sie kommen sieht.
Etwas in deinen Augen lodert hell auf und alle drei brechen durch einen Schmerz zusammen, den sie nur in ihrem Verstand spüren. Der kräftige Mann verbeugt sich vor einem Raum voller Bewusstloser und Kampfunfähiger, bevor er schief pfeifend ins Freie schlendert.